Die erste Folge der zweiten Promis unter Palmen-Staffel hatte es in sich. Einer der Kandidaten, der neben Henrik Stoltenberg und Calvin Kleinen den Dauersuff zelebrierte, war definitiv Prinz Markus von Anhalt, 54. Der Rüpelprinz ist ja schon sonst nicht gerade für geistige Ergüsse bekannt, doch dass er im alkoholisierten Zustand Travestiekünstlerin Katie Behm, 27, derartig homophob beleidigt, hätte wohl mancher Kandidat nicht erwartet. Während Billy Herren, 45, Katie sofort verteidigte, verhielt sich Julia Siegel, 46, dagegen ganz anders. Desiree Nick, 64, fand nun deutliche Worte für deren Reaktion. Als es zu den untragbaren Äußerungen des Bordellbesitzers kommt, hat die Tochter von Musikproduzent Ralf Siegel laut der Nick, die zum Aftertalk des Reality-TV-Formats geladen war, nicht angemessen reagiert. Julias Versuch, den Trunkenbold mit Nackenkraulereien und versöhnlichen Worten zu besänftigen, ging gehörig nach hinten los, fand die Kabarettistin. Er, Prinz Markus von Anhalt, Anmerkung. Die, Red, hat ja auch starken Rückhalt von Julia Siegel, stellte Desiree klar und kreidete der DJin an, sie ist für niemanden in die Bresche gesprungen, sie ergreift für niemanden Partei. Dass Julia in diesem Moment nicht klare Kante gegen Homophobie zeigte, liegt laut Desiree vor allem am engen, freundschaftlichen Verhältnis zum Prinzen. Hinterher hat sie dann auch gesagt, mein lieber Freund, und dann haben sie erstmal in Dubai zusammen gefeiert, brach es aus der völlig in Rage geratenen 64-Jährigen heraus. Julia ist bei der Grande Dame der Lästereien offensichtlich erstmal unten durch. Ihr vernichtendes Urteil, Julia Siegel trifft sich mit Schwulenhassern. Findet ihr, dass Julia richtig reagiert hat?